Danke schön, Herr Abgeordneter Kellner. Und nun hat das Wort der Abgeordnete Kuschel. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Thüringer Landtag bewältigt heute eine weitere Etappe auf dem Weg zur Schaffung leistungsfähiger Kommunalstrukturen. Mit dem hier jetzt vorliegenden Gesetz wird der Prozess der freiwilligen Neugliederung bei den Gemeinden weiter befördert und es wird also Klarheit geschaffen. Eine Vielzahl der Regelungen, die heute im Gesetzentwurf sind, waren bereits Bestandteil des Vorschaltgesetzes. Insofern ist ja der Vorwurf, wir hätten hier etwas mit heißer Nadel gestrickt, jenseits der tatsächlichen Lage. Denn alle die Dinge, die wir heute diskutieren, haben wir schon mal im Zusammenhang mit dem Vorschaltgesetz umfassend debattiert. Die Neuregelungen sind ja überschaubar und haben eher gesetzestechnische Qualität. Aber wenn man eben keine inhaltliche Alternative anzubieten hat, dann stellt man derartige Thesen auf. Die rechte Seite hat das ja jetzt wieder gemacht und hat wieder die These aufgestellt des finanziellen Ausblutens der Gemeinden. Damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Das haben wir ja erst zusammen mit einem Haushalt und dem kommunalen Finanzausgleich gemacht. Ich verweise nur auf die jüngsten Veröffentlichungen des Landesamtes für Statistik, weil die widerlegen diese These. Nochmal zusammenfassend, im Vergleich zu 2014 haben die Kommunen nach der vorläufigen Jahresrechnung im Jahr 2017 700 Millionen Euro mehr zur Verfügung. 700 Millionen. Das sind ca. 12%. Also wer bei Kenntnis dieser Zahlen von einem finanziellen Ausbluten spricht, der, wie gesagt, muss irgendwo anders politisch unterwegs sein. Oder muss eben das Konzept der bewussten Täuschung der Öffentlichkeit verinnerlicht haben. Beides ist aber in diesem Hause unangemessen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Richard Davis hat in seiner Stellungnahme einfach das kopiert, was er bereits in seiner Stellungnahme zum Vorschaltgesetz hatte. Also da hat er nichts Neues gemacht und hat dort seine Bedenken zu den Verwaltungsgemeinschaften geäußert, was eine Minderheitenmeinung auch in der Wissenschaft darstellt. So etwas nimmt man zur Kenntnis. Das ist halt so. Wir setzen uns damit auseinander, haben das abgewogen, sowohl in der Debatte zum Vorschaltgesetz als auch jetzt nochmal und sind der Auffassung, diese Argumente sind nicht überzeugend, wie die Argumente der CDU als Ganzes nicht zur Verwaltungsgemeinschaft. Nochmal zu den Verwaltungsgemeinschaften. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Als sie 1994 gebildet wurden, hatten sie ihre Daseinsberechtigung. Weil es war eine Übergangsphase. Kommunale Selbstverwaltung war gerade 4 Jahre alt. Und es hat sich damals gezeigt, damals hatte Thüringen rund 1800 Gemeinden, dass die das nicht alleine fortsetzen können, den Weg. Deshalb die Verwaltungsgemeinschaften eine sinnvolle Struktur zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung. Dann gab es Übergangsregelungen. Zum Beispiel, dass die Bürgermeister gleichzeitig Beschäftigter der VG sein durften. Die galten bis 1999. Und das hat gut funktioniert, weil damit die Bürgermeister zum Beispiel direkten Zugang zur Verwaltung hatten. Das ist übrigens eines der jetzigen Konstruktionsfehler der VGs, dass wir ein Auseinanderfallen haben zwischen der Zuständigkeit des Bürgermeisters, nämlich die Beschlüsse umzusetzen. Der hat aber gar nicht die Ressourcen. Die sind bei der VG. Und ich habe mal untersuchen lassen, wie viel Verwaltungspotenziale dort verschwendet werden, weil ein ständiger Dialog zwischen dem Bürgermeister und dem VG-Chef stattfinden muss, zur Beschlussumsetzung. 17% der allgemeinen Verwaltungskosten entfallen allein auf diesen Prozess der Transaktion. Herr Abgeordneter Kuschel, Sie gestatten die Zwischenfrage des Abgeordneten Wirkner? Selbstverständlich. Herr Wirkner, Sie haben das Recht zur Zwischenfrage, bitte. Danke sehr. Da Sie heute noch genügend Redezeit haben, werde ich das wiederholen, was ich das letzte Mal versucht habe, Herr Kuschel. Im Dezember 2015 referierten Sie hier über das Vorschaltgesetz im Thüringer Landtag. Und dort haben Sie gesagt, das Ende der Verwaltungsgemeinschaft ist damit eingeleitet. Kann man nachlesen.
Nach dem, was Sie heute referieren, habe ich eine ganz sachliche Frage. Fusionen von zwei Verwaltungsgemeinschaften zu einer, geben Sie diesem Konstrukt nach Ihren Ausführungen auch heute überhaupt eine Chance? Ich werde im Laufe meiner Rede darauf noch speziell eingehen. Ne? Gedulden Sie sich noch etwas. Zunächst nochmal zur Verwaltungsgemeinschaft. Die CDU und SPD haben am 15.12.2011 einen Entschließungsantrag in den Thüringer Landtag eingebracht, der beinhaltet, Verwaltungsgemeinschaften sind ein Auslaufmodell. Jetzt müssen Sie ja mal erklären, welche neuen Erkenntnisse Sie zwischen 2011 und jetzt gefunden haben, dass Sie offenbar diese damalige Erkenntnis nicht weiter verfolgen, außer dass sich die Regierung und ihre Rolle geändert hat. Sie sind nämlich nicht mehr Regierungspartei, sondern Opposition. Das ist aber wenig überzeugend. Nochmal zu den Verwaltungsgemeinschaften. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Ich war bei 1999, dann sind die Übergangsbestimmungen ausgelaufen und seitdem sind die sogenannten Konstruktionsfehler der Verwaltungsgemeinschaft offensichtlich geworden. Das ist gar kein Vorwurf an die Akteure, sondern damit müssen wir uns aber als Gesetzgeber auseinandersetzen. Welche sind das? Eins habe ich schon beschrieben, dass die ehrenamtlichen Bürgermeister für den Vollzug zuständig sind, aber keine eigenen Verwaltungsressourcen haben, die liegen bei der Verwaltungsgemeinschaft. Und da entstehen Transaktionskosten, ganz normal Transaktionskosten, und es entstehen Reibungsverluste. Einfach, während der Bürgermeister einer Einheits- oder Landgemeinde gleichzeitig der Behördenleiter ist und damit direkten Zugriff hat auf die Verwaltung. Das erkennt selbst jemand, der nur temporär sich mit Kommunalpolitik beschäftigt. Das Zweite ist die Zersplitterung der Finanzkraft. Wir haben 571 Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern. Wir haben jetzt wieder ein Programm außerhalb des Finanzausgleichs, ein Investitionsprogramm, 11,51 Euro Investitionspauschale. Was kommt bei den Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern an? 10.000 Euro und weniger. Mir tut das Herz immer weh, weil ich glaube, da können wir das Fenster aufmachen, das Geld rausschmeißen. Die Effekte vor Ort gehen gegen Null. Und das ist dauerhaft nicht machbar. Sondern wir brauchen andere Strukturen, wo auch solche Programme dann entsprechend Wirkung erzeugen. Die Rolle des VG-Vorsitzenden ist umstritten. Er beherrscht alle Phasen, Beschlussvorbereitung, Beschlussfassung, weil er hat Stimmen in der VG-Versammlung, und er macht den Beschlussvollzug. Das ist verfassungsrechtlich äußerst bedenklich, weil damit das Prinzip der Gewaltenteilung durchbrochen wird. Weil wir dort jemanden haben, der alles beherrscht, alle Dinge von politischen Entscheidungen. Wir haben das mehrfache Ortsrecht. Durchschnittlich hat jede Thüringer Gemeinde 13 Satzungen. Die müssen periodisch fortgeschrieben werden. Die Haushaltssatzung jedes Jahr. Andere Satzungen mit etwas größeren Zeitabläufen, Gebührensatzung beispielsweise alle 4 Jahre. Die müssen gehandelt werden. Und das bei Verwaltungsgemeinschaften. Die größten Verwaltungsgemeinschaften haben 12 vollbeschäftigten Einheiten. Das heißt, sie haben ja nur damit zu tun, den Sitzungsdienst abzusichern und das Ortsrecht weiterzuentwickeln. Die Verwaltungsgemeinschaft, wo Herr Fiedler ehrenamtlicher Bürgermeister ist, hat 22 Mitgliedsgemeinden, nicht mal 5.000 Einwohner. Das heißt, die müssen jedes Jahr 23 Haushaltssatzungen machen, müssen 23 Haushaltspläne bewirtschaften, nebenher, und das mit 9 vollbeschäftigten Einheiten. Die kommen also zu gar nichts anderem mehr. Und das kann doch aber nicht die Zukunft sein. Wir stehen doch vor ganz anderen Herausforderungen. Die Verwaltung müssen sich mit anderen Dingen beschäftigen als mit diesen formalen Dingen. Von daher haben wir uns ja intensiv beschäftigt. Sind die Verwaltungsgemeinschaften fortentwickelbar? Und wir haben, ähnlich wie die CDU 2011, sind zur Erkenntnis gekommen, wir als Linke hatten das schon früher gesagt in der Koalition, eine Weiterentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften in der vorhandenen Struktur ist nicht geboten, sondern die Weiterentwicklung muss erfolgen durch Umwandlung in Land- oder Einheitsgemeinden. Es geht also nicht nur um das Geld, es geht um die Aufstellung der Verwaltungsgemeinschaften in Zukunft. Fachkräfte bekomme ich nicht mehr für diese Kleinstverwaltungen. Fachkräfte, dort brauche ich also andere Einstiegsoptionen und auch Aufstiegsoptionen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU muss sich auch entscheiden, was sie will. Ich will das am Beispiel Ilmenau, und Herr Andreas Bühl wird ja nicht müde, seit eigentlich Jahren oder Monaten fordert er mehr Tempo, damit endlich Gern und Pennewitz nach Ilmenau eingemeindet werden. Jede Woche Tempo, Tempo, Tempo. Alle anderen in seiner Fraktion sagen,
Blockade? Ja, nicht, weil da ist eine Verwaltungsgemeinschaft betroffen und wir müssen eine Lösung finden. Also was wollen Sie denn jetzt? Wir haben eine vernünftige Lösung gefunden, indem wir gesagt haben, wir lassen eben keine weiße Flecken zurück. Das ist eben eine Falschaussage, wer das behauptet, sondern wir müssen uns natürlich darum kümmern, was wird in der Region als Ganzes. Und jetzt komme ich dazu. Ne? Wir haben eine Kommunalordnung. Ja? So, und wir haben Gemeindeneugliederung. Da hat das Verfassungsgericht schon vor Jahren einen Drei-Stufen-Plan, ein Herangehen definiert. Unter anderem, dass vorher ein Leitbild erstellt werden müssen. Wenn nur Kommunalordnung gelten würde, hätte das Verfassungsgericht gesagt, es gilt Kommunalordnung, hätte man kein Leitbild gebraucht. Nein, der Gesetzgeber hat einen politischen Gestaltungswillen und das muss im Leitbild deutlich werden. Und zwar gemessen am öffentlichen Interesse. Allein die Vorgaben der Kommunalordnung begründen keinen Rechtsanspruch auf Neugliederung. Die Gemeinden können alle einen Antrag stellen. Ja, aber wir als Gesetzgeber sind gefordert, und zwar eben am öffentlichen Interesse. Und das beginnt bei einer Gemeinde am Ortseingangsschild und endet am Ortsausgangsschild. Bei uns nicht. Wir müssen die Gesamtregion, das Gesamtland sehen. Und insofern ist es bewusst, also, und das Leitbild ist nun seit 2015 klar. Na, und da komme ich auch zu der Frage, im Übrigen, auch Vorgängerregierungen haben sich ja damit beschäftigt. In der 4. Legislaturperiode die Enquetekommission, in der 5. wurde der Expertenbericht, wo das ja Herr Fiedler immer als sogenanntes blaues Wunder bezeichnet, auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt das Leitbild, also Erkenntnisse liegen ja alle vor, wir brauchen Entscheidungen. Ja, und also neue Erkenntnisse sind auch nicht hinzugetreten in den letzten Jahren. Ja, also insofern brauchen wir Entscheidungen. Und jetzt kommt es dazu, wir hatten ja mehr Anträge, als jetzt im Gesetzentwurf erste Neugliederung drin sind. Da ist heute nicht Gegenstand, aber hängt ja kausal zusammen. Ja, und daran wird schon sichtbar, dass nicht jeder Antrag, der gestellt wird, automatisch bedeutet, dass wir ihn auch gesetzgeberisch umsetzen. Und bleiben wir mal, wir wissen, es gibt von zwei Verwaltungsgemeinschaften nördlich von Erfurt, also Verwaltungsgemeinschaft an der Marke und Gramau war ja auch erst im Ausschuss auf Antrag der CDU, ein Antrag auf Zusammenschluss. Das erscheint ja erstmal irgendwie vernünftig, weil aus zwei Verwaltungsgemeinschaften wird eine. Ja, aber bei näherer Betrachtung muss man mal sehen, Herr Karius kennt das ja, ist ja seine Heimat. Ja, 2012 gab es dort eine Initiative, Bürgerbegehren, alles mögliche zur Bildung einer Einheits- oder Landgemeinde. Damals war es die CDU, die das blockiert hat. Niemals. Jetzt wollen sie die zwei VGs sagen, warum? Warum? Weil dort die Beteiligten, und da sind zum Teil höhere Beamte des Landes dabei, und das finde ich sehr bedenklich, ne, dass Leute, die eine gewisse Treuepflicht zu ihrem Dienstherrn haben, bewusst Gemeinden in die falsche Richtung schicken. Ne? Weil keine einzige Vorgabe des Leitbildes wird bei dieser Fusion erfüllt, weder die Einwohner 235, es ist kein Grundzentrum da und die Mehrzahl der betroffenen Gemeinden liegen im Verflechtungsbereich des Oberzentrums Erfurt oder des Mittelzentrums Sömmerda. Und damit kann es natürlich nicht genehmigt werden. Also ich sehe dort keine Chance, weil wir dann vom Leitbild abweichen würden. Und das ist klar, Abweichung vom Leitbild an einer Stelle hat einen Dominoeffekt. Dann können wir das Leitbild sozusagen gleich zur Seite legen. Also von daher gibt es dort andere Option, aber die jetzt beantragte ist nicht leitbildkonform. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden in jedem einzelnen Fall abwägen müssen. Nochmal zu 46.2, auch wenn das mehrfach betont wird, aber Herr Kellner wird ja nicht müde, hier eine Interpretation zu wählen, die bedenklich ist. Verwaltungsgemeinschaften können nur durch Handeln des Gesetzgebers geändert werden. Es kann keine Gemeinde austreten aus einer Verwaltungsgemeinschaft. Sie können den Antrag stellen. Wir müssen entscheiden. Keine Gemeinde kann entscheiden. Und Satz 2 ist nur eine Form, dass auch eine Verwaltungsgemeinschaft mit 2/3 Mehrheit einen Antrag stellen kann. Ist also ergänzend. Das schränkt aber nicht das Recht ein, dass eine einzelne Gemeinde einen Antrag stellen kann. Und das gibt's seit, die Regelung ist seit 1994 da. Also ist doch überhaupt nichts Neues. Und wir nehmen jetzt nur, weil wir die Verwaltungsgemeinschaften perspektivisch als Auslaufmodell sind, diese Option der Antragstellung durch die Verwaltungsgemeinschaft weg, nicht mehr. Alles andere bleibt. Die Gemeinden beantragen, weil dort, die sind Träger von Selbstverwaltung.
Na, und wir müssen abwägen am Grundsatz des öffentlichen Interesses, das steht in Satz 1, und das öffentliche Interesse schließt natürlich das Interesse der anderen Mitgliedsgemeinden mit ein. Selbstverständlich. Wir können also keine einzelne Gemeinde separat zum Beispiel neu ordnen, ohne den Blick zu wahren auf die anderen. Das machen wir, wenn die Verwaltungsgemeinschaft Langer Berg ist das beste Beispiel. Zwei Mitgliedsgemeinden gehen nach Ilmenau und zwei Mitgliedsgemeinden werden übergangsweise erfüllt. Die haben inzwischen beschlossen, zur Landgemeinde Großbreitenbach beizutreten. Das könnte also ein kurzer Übergangszeitraum wahrscheinlich von 6 Monaten werden. Ne? Also es ist alles überhaupt kein Problem. Und bei den beiden anderen Fällen haben wir eine Abwägung vorgenommen. Da ist der Eingriff in die bestehende Struktur der Verwaltungsgemeinschaften so gering, dass erstmal eine Neuordnung dort nicht erforderlich ist. Wir haben andere Beispiele, wo sich innerhalb der Verwaltungsgemeinschaften jetzt Dinge bewegen werden, im Schwarzertal oder oberes Geratal. Da müssen wir sehen, ob das innerhalb der VG geht oder ob eine Umwandlung als erfüllende Gemeinde. Aber wir werden keinesfalls weiße Flecken übrig lassen. Das geht auch überhaupt nicht. Ne? Das hat übrigens die CDU ganz anders gemacht, als sie die Neugliederung 2013 beschlossen hat, wo sie immer darauf verwiesen, 300, sie zählen ja alles mit. Wenn eine Verwaltungsgemeinschaft, also zum Beispiel Mürnbach, hat sich nach Gern innerhalb einer Verwaltungsgemeinschaft eingemeinden lassen, dann zählen sie, das sind 4 Gemeinden, die sich neu geordnet haben. Klar, so können wir auch auf 300 kommen. Wir werden das auch machen, wir werden ihre Zahl weit toppen. Da bin ich überzeugt, weit toppen. Darum geht es aber nicht, es geht hier um leistungsfähiges Tun. Sie haben aber Dinge zurückgelassen, die uns noch über Jahre beschäftigen werden. Nämlich, Sie haben landesplanerische und raumordnerische Verwerfungen zugelassen. Abwehrfusionen gegen Mittelzentren. Ne? Am Wachsenburg und Arnstadt ist das beste Beispiel dafür. Oder dass die Eingemeindung Oberland in die Stadt Sonneberg erschwert dort in diesem Bereich jetzige Neugliederung ganz erheblich. Es hätten sich ganz andere Potenziale jetzt dargestellt, wenn dieser Unsinn, landesplanerische und raumordnerische Unsinn, nicht gemacht worden. Den kommunalen Akteuren ist kein Vorwurf zu machen. Vor Ort, die haben nur das genutzt und sie wollten offenbar, egal, koste es, was es wolle, nach der Devise haben sie einfach Neugliederungen über dieses Land gezogen, ohne abzuwägen, welche raumordnerische oder landesplanerische Verwerfungen dabei eintreten. Das ist wenig verantwortungsvoll. Das machen wir, das setzen wir nicht fort, da gebe ich Ihnen recht. Wir machen das nicht, sondern wir wägen in jedem Einzelfall, müssen wir abwägen. Noch eine Anmerkung zur Anhörung, Herr Kellner, Sie haben ja selbst geredet, auf Antrag der CDU wurde auch die kommunalpolitische Vereinigung der CDU angehört. Ich, also seit 20 Jahren begleite ich Anhörungen, erst außerhalb, seit 2004 als Landesvorsitzender. Eine solche Stellungnahme, vollgestickt mit Unwahrheiten und Beleidigungen des Gesetzgebers in einer Landesregierung, habe ich noch nicht vernommen. Ich bitte Sie wirklich, wenn Sie als kommunaler Fachverband angehört werden, beschränken Sie sich einfach auf fachliche Auseinandersetzungen und nicht derartige Vorwürfe. Wir kaufen Bürgermeister. Na? Wir sind unfähig, dieses Land zu führen. Das ist ungehörig in einer Anhörung. Sie missbrauchen dort Ihre Stellung. Übrigens, ich kann mich daran erinnern, ich war mal Geschäftsführer einer kommunalpolitischen Vereinigung. Wenn ich mich politisch geäußert habe, hat das Innenministerium sofort geprüft, ob nicht möglicherweise damit ein Verstoß gegen die Zuwendungsbestimmungen des Landes vorliegen, weil auch Sie finanzieren sich ja im Wesentlichen über Zuwendungen des Landes. Also das haben Sie gar nicht nötig, Sie sind ja Landtagsabgeordnete, haben eine andere Möglichkeit. Sie müssen doch nicht Ihre kommunalpolitische Vereinigung missbrauchen, um einfach Ihren Privatkrieg gegen Rot-Rot-Grün zu führen. Das ist ungehörig. Also wie gesagt, das habe ich noch nie so erlebt. Na, und ich kann nur an Sie appellieren. Eine letzte Anmerkung hinsichtlich des ländlichen Raums und dass wir den angeblich schwächen. Ich habe es erst mal bedauert, dass der Landkreistag von der Möglichkeit der mündlichen Anhörung keinen Gebrauch gemacht hat. Obwohl der Landkreistag ja nicht müde wird, auch diesen Vorwurf zu formulieren. Wir haben 76 Grundzentren in Thüringen. Die werden wir alle stärken. Und das ist alles ländlicher Raum. Also schon allein anhand dieser Zahl geht dieser Vorwurf völlig ins Leere, dass wir den ländlichen Raum strecken. Zu den kreisübergreifenden Fusionen, auch das ist eine Regelung, die seit 1994 im Gesetz steht. Die Landkreise haben kein Vetorecht. Sie können sich einigen und wenn sie sich nicht einigen, muss der Gesetzgeber entsprechend das regeln. Und das machen wir. Auch in Abwägung und mit Auswirkungen, die Landkreise werden dort angehört, können ihre Bedenken geltend machen. Also es gab noch nie ein Vetorecht der Landkreise in den letzten 20 Jahren. Ne, und das Verfahren, das jetzt gewählt wird, ist also, wie gesagt, keine Erfindung von Rot-Rot-Grün. Und auch dort muss man sagen, Gemeinden gehen vor.
auch verfassungsrechtlich, was die verfassungsrechtliche Verankerung betrifft, vor den Landkreisen. Aber auch dort werden wir eine Abwägung vornehmen, ne, weil natürlich wir auch den Blick auf die Landkreise, solange sie in der jetzigen Struktur noch bestehen, einen Blick darauf nehmen. Wir werden nach meiner Überzeugung überhaupt sowieso noch mal eine Debatte bekommen zu den Landkreisen. Zurzeit läuft ja ein Dialogverfahren mit der Landesregierung, was den Aufgabenkatalog betrifft. Das könnte eine Lösung sein. Redezeit ist. Ja, aber andererseits müssen wir davon zur Kenntnis nehmen, dass manche Landkreise wenig Gemeinden noch künftig müssen wir davon zur Kenntnis nehmen, dass manche Landkreise wenig Gemeinden noch künftig haben werden. Ich komme aus dem Ilm-Kreis. 7 werden wir noch haben. Und davon 2 Gemeinden, die 85% der Bevölkerung stellen. Hohe Abhängigkeit. Herr Abgeordneter Kuschel. Von daher werden wir die Debatte sicherlich fortsetzen, auch über diese Legislaturperiode sicherlich hinaus. Danke.